Ich möchte Ihnen sagen, ich denke, dass Sie schon einverstanden sind, dass, ich will nicht sagen, die halbe Stunde, die wir Verspätung haben insgesamt, dass wir das ganz ausholen werden, aber durch eine Brücke fahren, dann zu dem Parkplatz, den wir da rechts da vorne sehen. Der Parkplatz, wo auch nochmal bezahlt werden muss. Хроник, понял. Parkplatz seit mehreren Jahren schon ist sie halbiert worden. Dann wurde das große Zelt darauf gebaut, was Sie rechts sehen können gleich. Nämlich in 1996 hatte das schöne Theater nach in Venedig gebrannt. Und erst drin sind es, das sind zwei verschiedene Unternehmen, die verbinden dort täglich Venedig mit Griechenland. Also das wurde schon ausgeladen, jetzt wird es wieder aufgeladen und heute wird es auch wieder nach Venedig verlassen. 36 Stunden nach Griechenland zu fahren. Das Boot liegt an in Korfu, Komenica und Bakar. Da sehen Sie mehrere Kirchtürme überlagern diese Stadt. Da sind schon die Kirchen entweiht worden, aber das sind immerhin noch so 100 sakrale Bauten hier. Und eine sehr bekannte Kirche kommt da rechts vorne. Der Name ist Il Redentore. Il Redentore auf Deutsch übersetzt heißt das die Erlöserkirche. Venedig. Während der ersten Pestepidemie nicht festgebunden, es kamen Holzbretten rüber und so entstand eine fahrende Brücke. Ich überdenke die Venezianer an die Adriaküste, die hatten wir es dann. Weil natürlich heute ist Salz wichtig, weil es bringt Geschmack an dem Essen. Aber Sie müssen verstehen, früher war Salz ein sehr viel benutztes Konservierungsmittel. Fleisch wurde eingelegt in Salz, Fisch und Gemüse. Dann haben wir hier rechts von uns ein höheres Haus. Und das heißt Maria der Gesundheit. Diese Kirche wird so genannt, weil sie gebaut wurde als Dank, dass der zweite Pestepidemie vorüber war in Venedig. Ja, und dann haben wir hier gleich links was sehr Schönes, heute uns reinführt in den Canale Grande. Das ist die Hauptstraße Venedigs. Da war einmal die Einfahrt abgesperrt von hinten, weil hier erstmal die Waren verzollt werden mussten. Also das ist einer der alten Zollstellen Venedigs hier links, dieser kleinen weißen Turm La Punta della Dogana genannt. Links hier die... Ja, schaut mal hier, hier ist der Einfahrt. In der Canale Grande, die Hauptstraße Venedigs, mit im Hintergrund diese Accademia-Brücke.
Natürlich, wir kommen nachher zu Fuß dort an. Links kommt gleich ein Republikwaren, haben sie ihre eigene Prägestelle gehabt, also wo die Münzen hergestellt wurden. Es waren auch sehr wertvolle Münzen, Goldmünzen, Silbermünzen. Die wir heute natürlich nur noch finden in den Museen. Dann beide Säulen hier links, der Theodor-Säule und der Markus-Säule, so werden sie genannt. Ein Blick zwischen die beiden Säulen gönnt uns schon eine Sicht auf der Markuskirche, auf der Markusplatz. Sie sind außerdem der bekannteste Turm Venedigs hier links, der Campanile oder Glockenturm. Dieser wurde gebaut als Wach- und Leuchtturm für Venedig. Lange Ware gebaut, weil Sie müssen bedenken, in 1902 ist er keine Wach- und Leuchtturm mehr braucht, weil der Handel war längst zurückgelaufen. Sie wollten Ihre Campanile wieder haben. Diese war dann wieder fertig im Jahre 1912. Dies ist praktisch 98, 99 Meter hoch und da hat man das Ufer, wo wir gleich entlang gehen werden, das nennt sich Riva degli Schiavoni. Deutsch übersetzt heißt das Sklavenufer oder Slavenufer. Welche sagen, das Wort kommt hier von den Sklaven, die hier verhandelt wurden. Andere sagen, das Wort kommt hier von Chieta. Aber in Venedig wird sie immer genannt die Vivaldi-Kirche, weil der Komponisten Vivaldi hier Pfarrer gewesen ist. Nebenan, wo heutzutage das Hotel Metropol sich befindet, da hat er eine Musikschule. Und das erinnert die Vivaldi-Konzerte, die hier öfter stattfinden. Der Kirche. Aber schauen Sie mal hier, der Kirchturm ganz schief von der griechisch-orthodoxen Kirche. Ja, wir kommen gleich an. Vorne das Hotel Gabrieli, wo wir dann auch alle erstmal aufsteigen werden. Ich bin der Meinung, dass wir
Wir sind vom Kanal Handel, dann sind wir hier drüben. Ja. Und her konntest du handeln, da konntest du auch billiger fahren. Ich hatte das aber gleich zugesagt, ja, was, ich habe mich geärgert, aber was soll's. Oh ja, das ist immer so, wenn man nicht ja. Weiß. Ja, man kann handeln nachher. Das ist ja schon der Flächen. Hallo. Wenn man da aufnehmen? Mal sehen, was uns interessiert. Ich will schon nicht mehr gefilmt sein. Die Kamera machen wir schon da wahnsinnig. Geh ein bisschen zurück und nimm uns mit dem Donner auf. Guck mal. Das ist cool, Dan. Velo. Voilà, ready schon. Voilà.